Oh, das geht ja noch runter. Na. Seht ihr das? Muss man echt aufpassen. Ist mir gar nicht erst so bewusst gewesen. So. Oh, meine Schulter juckt. Kann sie nicht kratzen. Muss mich aufs Spiel konzentrieren. So, warte mal. Habe ich jetzt hier alle? Ich weiß nicht. Ich gehe mal ganz kurz an sicherer Land, um die Situation einschätzen zu können. Habe ich alle? Nee, da, nee, doch, das ist da hinten schon das andere Ufer. Okay, dann auf zum anderen Ufer. Hä, lol. So, wartet mal. Den gönne ich mir. So. Wartet mal. Wartet mal. Ach, hier kann ich ja... Vielleicht kann ich trotzdem noch mal ganz kurz gucken. Wo ist denn hier... Was ist denn das? Kann man irgendwas öffnen? Oh Gott, die Geräusche von denen auch. Ich wusste es. Ich dachte so, jetzt müsste es eigentlich schon wieder mal irgendwie mal anfangen mit Kichern, oder? Kann man das Vieh eigentlich auch... Ja, da war's, der kleine Arsch. Wo bist du? So. Ich hab, glaube ich, bis jetzt auch in keiner Welt alle Ghost Rider gefunden, ne? Lel. Aber die Geräusche hier sind auch ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, es hat auch noch was zu bedeuten. Warte mal, war da was oben drauf? Sekunde. Nee, es sah nur so aus. Okay. Gut. Da hinten komme ich gerade nicht durch. Oh Gott, so viel zu sehen. Was ist hier? Ein Schalter, der vermutlich die Tür öffnet. Wir gucken mal. Ja. Hey, okay. Was? 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 Okay. Man kann das hier irgendwo hin tun, damit ich irgendwo vermutlich schnell rüberkomme. Wartet mal. Wie war denn das jetzt? Wartet mal. Das finde ich gerade interessant. Das finde ich gerade sehr interessant, weil man vermutlich so Überblick von der Welt haben muss. Wartet mal. Ich komme hier raus. Ich muss kurz überlegen. Wo tauche ich denn hier rüber? Es kann sein, dass das alles mit diesem Tauchrätsel im Zusammenhang steht. Wartet mal. Ich trau mal kurz hier unter wieder. So, unter Wasser kann ich aber nicht rollen, oder? Nee, gar nicht. Also ich kann so den hier machen, aber das war's dann auch schon. Das sind diese tollen Stacheln. Oder... Ich weiß nicht genau, muss ich um die Stacheln drum rumlaufen vielleicht? Warte mal. Geht das? Nee, die sind noch viel zu pieksig. Nee, die berühre ich doch. Ups. Die berühre ich doch sowas von. Das funktioniert so nicht. Nee, nee, nee. Wo komme ich denn hier nochmal raus? Ich will jetzt wissen, ich habe das Gefühl, dass auch dieser Balken, der man hin und her bewegen kann, dieser Klotz. Hier mit ein bisschen im Zusammenhang steht. Wartet mal. War ich hier nicht vor uns? Dass ich dann hier so ganz schnell rüberspringen kann? Nee. Hä? Das ist alles sehr verwirrend. Wartet mal. So, ich gehe erstmal kurz hier hoch. Hm.
Nee, nee. Mir fehlt gerade noch irgendwie der Zusammenhang. I'm so sorry. Hier ist er wieder hier tot, ne? Das ist Tod und Verderben. Das ist wieder hier so Außenwelt. Hä? Wo tauche ich denn da lang? Ich bin da drunter. Ich tauche da rüber, ne? Ja, doch. Da hinten ist diese Anlage. Und ich muss irgendwie dahinter kommen innerhalb von der Zeit. Okay, vielleicht ergibt sich da noch mit der Zeit was. Ich lasse das jetzt erstmal auf sich beruhigen. Okay, gucke ich mir hier nochmal alles ausgiebig an. Oh Mann, ey. Yay. Ich bin auf Krawall gebürstet. Aua. Ja. So, was war hier? Oh mein Gott, da kommt Feuer raus. Die müssen doch auch irgendeinen Sinn und Zweck haben, oder? Boah, ich habe hier noch so viele Fragezeichen gerade. Das dauert, glaube ich, auch eine Weile, bis ich hier so halbwegs durchsteige. Das ist schon verrückt. Gut, gehen wir da mal jetzt so lange mal hier hoch. Ey, es sind viele Sachen, die wir uns hier angucken können eigentlich. Das ist der Wahnsinn. So, hallo Tonikumstroller. Wartet mal. Hey, Kinos! Das ist Helium. Schließe die Geschichte von Ukulele ab. Oh, nee, es ist doof. Kuckuck, Jäger geladen, sammle Ghost Rider und dieses Tonikum. Das sollte ich vielleicht auch mal machen. Gucken wir mal. Was ist das? Das sind... was? Was? Okay, ich verstehe nicht so ganz. Oh, jetzt ist er wieder da. Na gut, wer bist du? Ah. Was geht, Dexemann? Ich bin Wally. Gehört dir dieses Pilzfeld? Hi, Wally. Nein, das ist nicht unseres. Wir sind mehr im Peachy-Geschäft. Super, und das soll auch so bleiben. Dieses Level hier ist mein Revier. Ich baue in der Gegend leckere Pilze an und verkaufe sie auf dem Bauernmarkt. Ich liebe Bauernmärkte. Die hohen Preise halten den Pöbel fern. Ganz recht. Könntet ihr beide mir wohl helfen, dieses Pilzfeld zu vernichten? Es gehört mir und ich bin mir sicher, dass es in einem dieser Pilze golden gefunkelt hat. Golden Funken? Hat sich super an. Wir sind dabei. Alles, um diese nervige Stimme zum Schweigen zu bringen. Prima! Denk daran, solange welche übrig sind, wachsen sie nach. Es muss einen Weg geben, sie alle auf einmal loszuwerden. Fancy! 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 Ich bin Fancy! Krass! Leute, kommt hier rüber! Ich habe eine Belohnung für euch, die ihr nicht ablehnen könnt! Wow, ich glaube, ich habe meinen Lieblingscharakter im gesamten Spiel gefunden. Das ist der mit Abstand coolste Einkaufswagen, den ich je kennenlernen durfte. Diese Mütze vor allem. Dufte, ihr habt alle Pilze zerdämmert. Ja, und keine goldene Beute weit und breit. Was soll das? Ich dachte, das wäre dein Feld. Bleib locker, Fledermaus Lady. Das goldene Funkeln ist voll in meinem Korb. Hier gelandet. Ich zahle meine Schläge immer aus. Schläger immer aus. Oh. Okay. Wenn jemand fragt, wir waren nie hier. Kapier ich? Cool, das sagt das hier. Okay.
Jo. Ich liebe diesen Move so abgöttisch. Ich liebe es auch, wie die Schmetterlinge immer gerne mir irgendwo reinbacken. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Schön, es könnte alles ein bisschen gammeliger aussehen. Ich weiß nicht. Da wird es so ein bisschen drauf stehen. Okay, was ist da? Ich glaube, wenn wir da unten reinspringen, sterben wir instant? Warum ist da eine Holzplatte? Hat die irgendwas? Ach, die ist bestimmt, dass wir wieder hochkommen, falls wir mal runterfallen sollten. Okay. Gut. Dass die Federn so einen kleinen Radius haben, wo man sie einsammeln kann. Alter, was ist los mit dir? So, bitteschön. Du hast es verdient. Okay, was sind das wieder hier für komische Geräusche? Da oben ist wieder der böse Ghost Rider. Den habe ich schon vorhin schon mal gesehen. Hä? Du schon wieder? Nee, du bist jemand anderes. Bist du seine Freundin oder so? Wieder ein trauriger Tag im Sumpf. Für Olli, weggeworfen und ungeliebt. Okay, du bist der Olli. Du bist nicht die Freundin. Du bist der Olli. Okay, heißer Reifen. Hast du da Peachies in deinem Haufen, Schrott? Das Einzige, was ihr in meinem Korb findet, sind gebrochene Herzen und Verzweiflung. Sumpfmüll ist da doch auch noch. Sehe ich von hier. Was kannst du uns über dieses Labyrinth da vorne sagen, Olli? Es ist furchtbar. Verschlungen und endlos. Und schlimmer noch, die Wände bewegen sich, damit Eindringlinge sich den Pagey am Ende holen können. Nicht am Ende holen, an den Enden holen können, so. Du bist doch immer interessiert, nehme ich an. Ja? Hört sich nicht so schlimm an, wie einige Sachen, die wir schon hinter uns haben. Ich versuche es mal. Viel Glück. Leider gibt es für den armen Olli kein Licht am Ende des Labyrinths. Was ist hier? Wo? Was? Was war das? Habt ihr das? Ihr habt das doch auch gehört, oder? Was hat Boom gemacht? Und überhaupt, was für ein Labyrinth? Wo ist denn hier ein Labyrinth? Wartet mal. Ich würde ihn gerne ansprechen. Schlimm, wir fanden es wirklich furchtbar. Verschlungen und endlos. Du hast nach wie vor Interesse, nehme ich an. Ja. Ah, okay, der hat das aufgemacht und ich war so dumm und oh my fucking goodness. Was ist das denn für eine Scheiße? Was ist das denn? Was geht hier los? Was ist denn 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 hier los? Wo bin ich? Bitte was? Was? Oh, hi! Da kommt jemand um die Ecke. Oh, der kommt auch mit um die Ecke. Machst du mal was? Nein, du bekommst die ganze Zeit Schaden, okay. Ich bin irgendwie in der Ecke festgebackt gewesen. Was? Zum Fick. Ich bin gerade ein bisschen. Wartet mal, ich. Okay, irgendwo hier scheint eine Page zu sein, ein Pagey. Und wir kommen dann nur ran, wenn wir. Ja, ganz genau. Okay, mach mal Eier hier. Mach doch mal bitte Eier, Junge. Bitte. Nochmal bitte.
Oh Mann. Oh, ich muss mich auch nochmal an das hinsetzen. Das macht mir hier eigentlich alles hier schon ein bisschen verrückt. Ich versuche erstmal normal durchzurennen, ohne jetzt hier mein Superduper springe und mache anderen Shit zu machen. So. Okay. Wir sind hier gerade nicht so ganz sicher, wo ich überhaupt lang muss. Ich weiß, dass ich hier verfolgt werde eventuell. Ja, genau da. Ach, verpiss dich doch, du dummes Arschloch. Gut. Tut mir leid. Kleiner Rage. Also, wenn ich wüsste, wo dieses dubiose Pagey sich befindet, hätte ich vielleicht auch ein Ziel, aber ich habe keine Ahnung genau, was ich machen soll. Ich gehe jetzt nochmal hier rein. Ich gehe jetzt hier vermutlich noch ein paar Mal rein. So. Vielleicht da oben lang? War ich da schon mal? Ich habe keine Ahnung. Ja, nee, doch, hier war ich schon. Scheiße. Ist nicht gleich der Typ, der mich nervt? Oh, mein fucking Goodness. Oh, der geht um die Ecke. Das habe ich jetzt vergessen. Okay, ich bin raus. Ich häng fest. Das ist fies. Wenn man hier so in der Kante ist, kann man nichts mehr machen. Ja, nach wie vor immer das Problem. Ich weiß nicht so genau, wo ich hin soll. Ich kann einfach mal versuchen, so lange wie möglich irgendwie ohne Pause rumzurennen und hoffen, dass ich irgendwann mal zufälligerweise noch Pagey über den Weg laufe. Oder ich mache so. Okay, da geht's noch nicht los. Erst so, okay. Wenn man quasi nicht nochmal zurückkommt. Nein. Okay, die Kiste ist halt scheiße. So, so. Ich glaube, hier bin ich kurz sicher. Aber nur kurz. Da unten geht's auf jeden Fall nicht weiter. Aber ich muss es vielleicht da unten vorbei. Warte mal, muss ich das irgendwie vielleicht so? Komm mal her. Okay, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Hä? War's das? Was? Was? Okay, ich... Was? Okay, ja, gut, dann... Ende. Ja, gut. Ich dachte irgendwie, dass... Ich check's gerade nicht. Lell. Okay, gut. Gut, können wir jetzt nochmal mit ihm reden? Sagt er jetzt so, jo, voll gut gemacht. Ist ja die krassesten Dudes, die ich je gesehen habe oder so. Wo ist er denn? Ach, da. Hey, Olli, wir haben es zum Pagey am Ende des Labyrinths geschafft. Schön für euch. Wenn ihr beide dieses Labyrinth gemeistert habt, gibt es ja vielleicht auch noch Hoffnung für den Namen Holly. Nee, ich bin mir ziemlich sicher, dass du keine Herausforderung in diesem Spiel schaffen würdest. Oh mein Gott. Okay, cool. Ist es immer noch gefährlicher reinzugehen? Nö. Jetzt sind die alle deactivated. Ja. Das war irgendwie ganz schön creepy. Und undurchsichtig und merkwürdig. Gut. Ich guck gerade auf die. Oh Scheiße, die Folge geht schon wieder viel zu lang. Leute, oh Gott, Leute, ich muss Schluss machen. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Yo, let's play it, Yooka-Laylee. Ich bin schon wieder alle voll krass umbamse. Ich überlege gerade, ob ich in der nächsten Folge nicht vielleicht. In die erste Welt zurückgehen soll. Ja, in die erste Welt zurückgehen soll. Wenn ich mal alles so ein bisschen angucke. Oh, hier ist Trouser. Trouser. Ach, da. Wir sind direkt auch wieder am Anfang von der Welt. Demnach. Gut. Dann kann ich hier gleich raus. Und dann suchen wir wieder die erste Welt. Und dann gucken wir uns da nochmal um. Wir haben jetzt ein paar Moves gelernt. Dadurch eventuell ein paar neue Möglichkeiten. Und ja, cool. Gut. Dann ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.